7 von 8. Wo ist der letzte? Da. Tut mir leid, aber das muss vollständig. Das ist uns nervig. Es geht ja auch gleich mit der Erinnerung weiter. Sofern denn Fraps nicht irgendwann Nein sagt. So, hier ist der letzte Teil. Ja. Das Versteck von Romulus ist in den Dioblatiums möglich. Jawohl, dann gehen wir da natürlich vorher hin. Das wird wohl genügen, nicht? Adio. Wo? Wo ist das Versteck? Ups. Ein bisschen weit. Ich glaube, das ist das Versteck, was wir vorher schon hatten in den Thermen. Und so deswegen erst den 4. von 5 hatten. Denn ansonsten gibt es nur noch da unten den Platz, wo wirklich das Grab sein kann. Und ich sehe hier jetzt so nichts auf der Karte. Es kann aber auch einfach nur sein, dass ich müde bin. Und deswegen wollen wir einfach einen Tunneleingang noch machen. Oh, ich dachte, ich kann ja auch so ausräumen. Ups, da bin ich ja schon längst an dem Tunnel vorbeigeritten. So, da ist er doch. Untersuchung. Ja, für 1000 renovieren. Ja, 1000 ist ja... Kein Problem, kein Problem. Das machen wir immer gerne. So, da wollen wir uns jetzt mal an die Erinnerung wieder ranwagen. Interagieren 17 und 18 Tunneleingängen. Na komm schon. Aktueller Standort. Porta Nominata. Ich frage mich, ob ich noch 10 Stunden auf 10 Stunden komme. Es wäre ein bisschen schlecht, aber... Mal sehen. Ja, ja. Ja komm, dann machen wir das noch zuerst. Tut mir leid. Stecktiberinsel. Ich meine, da sind wir ja relativ schnell hin und her. Benutzen Sie LS, um eine Waffe im Waffenrad auszuwählen. Halten Sie dann in Richtung des gewünschten Schnellinventarfeldes. Ja, ja. So, wo haben wir denn jetzt hier die Assassinen? Assassino. Mit zwei Assassinen Level 9. Ein Level 7. Aufträge. Nein. 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 Nö, dann fangen wir wieder von oben an.
Na komm, den kann den Stufe 9 Assassin doch sicherlich alleine schaffen. Ja. So, da es jetzt ja nur um Geld geht, müssen wir nicht so viele Assassinen losschicken. Und haben jetzt immer noch unseren Pfeilhagel. Ich möchte mich noch einmal über die Geschäftsaufträge erkundigen. Wie sieht es eigentlich mit dem Animus aus? Gut, den Animus müssen wir noch nicht verlassen. Um einfach nur unsere E-Mails zu checken. Was für ein unsinniger Kram. Was auch immer Ezio da gerade getan hat. Ich finde es ja immer interessant, dass ich danach gesucht werde, wenn so ein blöder Kerl umkommt. Naja, Amtsperson hin oder her. Ich meine, wen interessiert das schon? Wir sind ja eh keine Wachen. So, Geschäftsauftrag. Oh, Schatzkarten gibt es neue. Geschäftsaufträge. Ha, haben wir alles. Dann können wir uns ja eben die Schatzkarte kaufen. Na komm schon. Warte, Schatzkarten. So, da ist mir gerade eben die Aufnahme abgeschmiert, denn wie schon so oft angekündigt, ist mir meine Festplatte vollgelaufen. Und ich hätte die Sachen vorher noch löschen können und alles, habe ich allerdings nicht getan, deswegen ist sie mir vollgelaufen. Ich hatte natürlich vorher alles gerendert und alles fertig, so wie es sich ja gehört. Aber wie gesagt, mir ist meine Festplatte vollgelaufen und deswegen ist das ziemlich bitter. Also ich hoffe mal, dass ich alles vorher gerendert habe, ansonsten ist es jetzt weg. Wäre ein bisschen schade, aber naja. Auf jeden Fall, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, denn wir sind ja, ich habe ja es relativ schnell gesehen, also ich stehe hier immer noch vor. Ich habe quasi nichts gemacht. Abgesehen davon, dass ich aus diesem Shop-Menü rausgegangen bin. Na, ich wollte noch nach den anderen Geschäftsaufträgen gucken. Fällt mir noch so ein. Ich meine, das Ding haben wir ja erledigt. Ja, wir wurden ja auch gesucht, weil ich diesen einen Kurier umgebracht habe. Na, hast du irgendwas Tolles dabei? Nö, 85 Florin. Was soll der Mist? So, komm, Herr Schneider. Wesley, was hast du denn? Am dritten Mal sollte er auch verstehen, dass ich das nach unten gedrückt habe und nicht nach vorne. Geschäftsaufträge, Fäden ziehen, da fehlen immer noch drei Seide. Würde ich gerade sagen. Was interessiert dich, was ich mache? Ich muss mich dafür verantworten, nicht du. Ich setze außerdem. Kick. Ja. Exotika, da fehlt noch ein Schrumpfkopf. Und da fehlt noch ein Ding von Vlad. Ich möchte mal gucken, ob wir vielleicht wieder. Nee, haben wir neue Missionen? Ich meine schon. Also ich hoffe einfach, dass wir neue Missionen haben. Oh, das sah so schön aus. 8,5 Stunden Aufnahme am Stück. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen was getrunken und sowas. Das wäre sonst ein bisschen krass geworden.
Ja, ich bin doch unten. Nun gut, Aufträge. Nicht das, was ich gesucht habe. Ob es dabei noch eins. Auch nichts. Schade. Was ist eigentlich Geschichte? Sind erfolgreiche Aufträge. Gut, dann wollen wir mal zur Erinnerung gehen. Ja, warum sollte ich auch aufhören mit dem Aufnehmen? Ah, hier unten haben wir also auch den Platz für die Aufnahme mal gesehen. Außerhalb der Aufnahme. Wir werden ja noch gesucht. Und meine Nase juckt schon wieder. Gut, dann wollen wir uns doch mal direkt hierhin bewegen. Ich muss natürlich wieder gegen meinen Schreibtisch schauen, wenn ich meine Nase kratzen will. So, was war das? Irgendwie was von wegen Porter. Schlag mich tot. Da ist es. Nominata. Na also. Wir müssen direkt mal weiterhin bewegen. Verstecke werden im Kampf durch Blaupunkte auf der Minikarte angezeigt. Ja, das ist schön für die Verstecke. Wer will denn schon aus dem Kampf fliehen? Oh Gott. So, ja. Rekrut ist bereit und so. Attacke! Ich habe euch doch in Ruhe gelassen, oder nicht? So, das dürfte ja nur das Aquädukt sein, aber das haben wir ja komplett. Jetzt gibt es auch eine Leiter hier hoch. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Jetzt gibt es einfach so eine fucking Leiter hoch. Na, Leonardo. Wie geht's dir denn so? Der Baron de Valois wurde in seinem eigenen Lager ermordet. War es vielleicht ein Assassine? Es gibt Gerüchte, die diese Theorie stützen. Hör niemals auf Tratsch, Leonardo. Das bringt dir nur Ärger ein. Ein guter Rat. Yay, Gegenstand in Besitz. Ja, ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Na. Ich drehe mich währenddessen einfach im Kreis. Yay. Yay. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Ja, von 1 auf 2. Super Fortschritt. Erinnerung. Anfang. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Mikkel, ein Assassinenrekruten, um dieses Ziel zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinenrekruten das Stück infiltrieren können. Die Assassinenrekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Ja, wir haben ja genug.